Ich habe mir jetzt hier das Gerät aus der Scheune geholt, die Spatenrollecke, um den Senf einzuarbeiten. Also einzuarbeiten ist das falsche Wort. Ich möchte ihn nur oberflächlich so knicken, ein bisschen anwalzen und leicht mit Erde bedecken, sodass der Frost unter den Senf einwirken kann und ich dann mit dem Allrounder bei Frost arbeiten kann. Vollständig abschneiden. Dafür wäre es jetzt viel zu nass und um ganz flach zu arbeiten, ist diese Rollecke sehr schön. Die habe ich mal vor vielen Jahren übernommen und da hatte die auch schon diesen Zustand, wo man an sich sagen würde, das ist jetzt nicht optimal mit diesen kurzen abgeknubbelten Spaten oder Messern. Rabewerk hieß das Messer. Die können einzeln getauscht werden, aber die sind natürlich weitgehend abgenutzt. Das ist aber auch der Grund, warum ich die habe, denn die kann man sehr schön nach Raps einsetzen. Die kann gar nicht zu tief arbeiten, die arbeitet immer flach. Das sind drei Reihen. Hintereinander sieht man hier also drei Spatenwellen nacheinander. Und die kann jetzt eben auch flach den Senf oberflächlich ankratzen, so dass ich möglichst wenig im Bodenleben störe und trotzdem bei den ersten Nachtfrösten den Senf einarbeiten kann. Was an dieser Rolle auch besser ist als an der Hankmo, sind diese Lager. Das sind eben keine Kugellager, das sind solche einfach nur solche großen Buchsen, die kann man hier tauschen mit der Schraube und da liegt die Welle drin. Immer gut schmieren und dann halten die sehr lange. Die sind nicht so empfindlich wie die Kugellager an der Hankmo-Rollecke. Also dies ist meine Rollecke mit den kurzen Messern und die Hankmo in 3 Meter, die haben wir uns mal nach den Zuckerrüben angesehen, ist die mit den langen Messern. Und diese ist nun hier genau das Richtige, hoffe ich, für eine ganz flache Arbeit auf dem Senf. Ja, so ein Senf hat in meinen Augen nicht ganz viel Sinn. Also das bringt eigentlich nichts. Ich hatte hier nur zu wenig Stroh wegen des Erosionsschutzes, weil das Gerstenstroh zu schnell verrottet ist. Ja, von der Wuchshöhe nicht schlecht, der Senf. Das sehen wir hier, ist also recht hoch. Und das gibt dann auch einen passenden Erosionsschutz fürs Frühjahr. Ja, das Wurzelwerk ist ja doch sehr dürftig. Das sind so ein paar Zentimeter. Das war's. Also eine dolle Durchwurzelung wird das wohl nicht sein. Hier ist also mit der Scheibenegge vorgearbeitet. Dann ist das hier. Wir sehen das also, die Wurzelmasse ist gering. Ich würde sagen, dafür lohnt es sich nicht, hier Senf anzubauen. Schauen wir mal mit dem Spaten nach dem Bodenleben. Also krümelig ist es ja. Also sieht schon nach besserer Durchwurzelung aus. Also ist auch eine feine Bewurzelung. Das hätte ich jetzt so aus den rausgezogenen Wurzeln nicht gedacht. Ja, ob das nun mehr Bodenleben ist nachher als im Strohmulch, da habe ich mal so meine Zweifel. Der Nachteil ist halt, im Strohmilch wäre oben alles schon fertig für die Rübenaussaat. Hier fange ich jetzt erst an. Gut, es ist krümelig. Aber mehr Regenwürmer finde ich jetzt auch nicht. Trotz Beschattung. Da ist hier einer. Doch, da. Der ist schön groß. Der hat schon eine ganz beachtliche Größe. Und den möchte ich jetzt halt nicht unnötig stören. Deswegen hier das flache Umdrücken mit der Rollecke. Also der Boden ist gut krümelig, das muss man sagen. Die Struktur scheint sehr gut unter dem Senf. Doch gleichmäßig durchwurzelt, das sieht man hier. Menge Wurzelmasse hat er doch gebildet.
Dazu der Regenwurm. Also es ist sicher nicht schlecht für den Boden, aber diese 80 oder 100 Euro Saatgutkosten, die ich hier bei 30 Kilo Aussaatmenge hatte, weiß ich nicht, ob ich das da wieder rauskriege. Aber hier eine Hanglage ist natürlich Erosionsschutz wichtig. Ja, und das Gerstenstroh war noch einmal scheibige praktisch weg, war viel zu wenig. Um im Frühjahr dann gegen Starkniederschläge, so um Pfingsten rum oder irgendwann, Erosionsschutz darzustellen. Ja, dann gefällt mir dieses Arbeitsbild so ganz gut. Das ist eben nur ein flaches Umdrücken, mehr ist es ja nicht. Die Messer fassen ja fast gar nicht rein, weil sie komplett in der Erde sitzen. Angebaut habe ich den Senf hier nur aus dem Grund, um im Frühjahr in den Zucker im Erosionsschutz zu haben. Der ist ja auch ganz schön entwickelt hier, also von der Wuchshöhe, das ist in Ordnung. Nur ich kann natürlich jetzt nicht diese Stängel weghäckseln, dann ist ja der Erosionsschutz nachher auch bei Null. Und deswegen diese ja nicht ganz sachgerechte Rolleggenarbeit, denn die Rollegge selber, die kann hier eigentlich nur als Walze fungieren, als Erdwalze. Wir sehen das hier, das ist alles zugesetzt. Das macht aber überhaupt nichts, denn der Boden ist jetzt auch nur ganz flach berührt. Also wirklich nur flach. So tue ich dem Bodenleben nichts oder ganz wenig. Habe dann trotzdem hier so weit freigelegt, dass ich eine Frostwirkung habe bei Nachtfrost. Und dann mit dem Allrounder arbeiten kann. Der Senf ist natürlich nicht rausgearbeitet, das ist klar, die Stängel sitzen noch hier, das sitzt alles noch fest, aber es ist eben erdreich dazwischen und gleichzeitig ist diese Beschattung, die hier unter dem Senf gegeben wäre, verschwunden, sodass also der Nachtfrost hier dann tragfähig ist. Nun gucken wir mal unter den Senf. Doch, etliche Regenwürmer hier, reges Bodenleben, gute Feindurchwurzelung, hier so kleine, feine Wurzeln. Also für die Bodenstruktur der Senf von sich sicher kein Nachteil. Der Nachteil ist eben jetzt das nasse Arbeiten, dass ich ja durch diese flache Rollegge möglichst gering halte, den Nachteil. Hier wieder ein Regenwurm, also deswegen ist der Grund, warum man eben jetzt Ende November normalerweise nur noch bei Frost arbeiten sollte, denn dann sitzen die tiefer. Sonst ist ja dieser Boden so nicht mehr sinnvoll zu bearbeiten, weil man eben das Bodenleben stört, hier die Regenwürmer. Sobald man tiefer eingreift, kann man eigentlich nichts Sinnvolles mehr anstellen. Und man holt dann das Unkraut rauf für die nächsten Rüben. Also besser ist es, wenn man die tiefe Bearbeitung im Sommer durchgeführt hat. So sehe ich das. Dann Strohrotte ohne Zwischenfrucht, Keimen aller möglichen Pflanzen, die dann keimen wollen. Das wären also Plättenlabkraut, Kamille vor allem. Fuchsschwanz, das dann wieder flach abschneiden, beseitigen bei Frost und dann hat man in den Rüben weniger Unkraut. Auch Bingelkraut läuft im Herbst noch auf. Eine Walze am Gerät wäre jetzt wahrscheinlich eher hinderlich, die würde bestimmt zusetzen, außer vielleicht die STS-Walze am Grubber, die wahrscheinlich nicht. Aber andere Walzen, viele Walzen würden hier zusetzen, weil es natürlich unter dem Senf auch nicht abtrocknet. Also ich sehe in so einer Zwischenfrucht eigentlich nicht die großen Vorteile. Es war hier nur diese Notmaßnahme, weil mir das Gerstenstroh eben zu wenig war. Schon nach dem ersten Arbeitsgang mit der Scheibenwäge. Andere Vorteile sehe ich in solch einer Zwischenfrucht nicht, sondern eigentlich nur die Nachteile. Vielleicht bin ich da ein bisschen falsch gewickelt, das kann sein, aber mir liegt das mit dem Strohmulch mehr.
Ja, trotz der Feuchtigkeit, Bodenschäden gibt es hier nicht. Also eine Spurbildung ist so gar nicht gegeben, dass der Trecker einsinkt. Es trägt gut, sodass ich hier auch sicher keinen Fehler mache. Und damit eben, dies sagte ich ja schon, die Frostbearbeitung bei Nachtfrost vorbereite. Aber solange die Wellen sich drehen, ist der Zweck erfüllt. Mehr brauche ich gar nicht. Einarbeiten in dem Sinn ist ja jetzt gar nicht gewünscht. Wichtig ist mehr, dass ich jetzt nicht tief im Boden rühre, denn es ist nass. Die Regenwürmer gehen bis oben hin. Und da will ich keinen Schaden anrichten oder so wenig wie möglich Schaden. Natürlich auch berücksichtigen, wenn ich jetzt viel Boden bewege mit einer Winterfurche oder einem 15 cm tiefen Grubbern, bringe ich auch viele Samen, Unkrautsamen und Grassamen in Keimposition. Die keimen natürlich jetzt nicht mehr. Hier haben die Wildschweine gewühlt. Die keimen dann genau mit den Zuckerrüben. Also deswegen würde ich jetzt nur noch flach arbeiten. Im November einmal wegen der Regenwürmer, das haben wir uns ja öfter schon angesehen, aber auch wegen der Verunkrautung in den Zuckerrüben. Wenn ich jetzt nur noch so 5 cm tief arbeite, kann ich davon ausgehen, dass ein Teil der Verunkrautung schon aufgelaufen ist, zumindest im Strohmulch, und ich die dann nicht mehr in den Rüben habe. Diese Rolllege hat nun, ich weiß gar nicht wie alt die ist, aber bestimmt schon 3 Jahrzehnte hinter sich. Und ist nun auch über ihre besten Tage hinaus und kann trotzdem noch, wir sehen das, in diesem hohen Senf hier jetzt eine passable oder sogar fast optimale Arbeit leisten, im Sinne dessen, was gewünscht ist, nämlich ein flaches, wirklich flaches Umdrücken und Ankratzen. Kein vollständiges Durcharbeiten, das ist klar, und das will ich auch nicht. Das wäre jetzt für die Regenwürmer gar nicht schön. Das kommt dann bei Frost. Der Frost auch wirken. Wenn ich den Senf jetzt abhäckseln würde, würde der Frost auch wirken. Aber dann hätte ich ja im Frühjahr keinen Erosionsschutz mehr. Und dann wäre ja hier kein Stängel mehr über. Dieses ist ja fast nur Wasser mit ein bisschen Chlorophyll. Und da ist es natürlich wichtig, die Stängel auch als solche zu erhalten. Denn sonst bringt das Ganze ja überhaupt nichts mit dem Senf. Ich könnte jetzt auch warten, bis der Senf abgefroren ist, also ihn nicht einarbeiten oder umwalzen, bis er abgefroren ist. Und das dauert dann ein paar Wochen, dann ist der richtig gelb und spröde. Und dann wieder bei Nachtfrost einarbeiten, das ginge auch. Das braucht aber dann 2 Frostphasen, eine zum Absterben und eine zum Einarbeiten. Und wir haben hier nicht so eine frostsichere Lage, also frostsicher in dem Sinn, dass sicher Frost kommt. Und das kann auch sein, dass es nur einmal 3-4 Tage pro Winter oder auch gar nichts mit 2-3 Grad Minus, und das war's dann. Deswegen kann ich hier nicht auf 2 Frostperioden setzen oder möchte ich nicht drauf setzen, sonst wäre das natürlich eleganter, den Senf einfach abfrieren zu lassen und dann so im Januar, Februar einzuarbeiten. Aber das kann eben schief gehen, wenn er A nicht genügend abfriert, weil der Frost zu schwach war, oder B kein zweiter Frost folgt, 2-3 Wochen später, um ihn dann einzuarbeiten. Das wäre dann gar nicht gut. Deswegen hier dieser Kompromiss mit der Rollegge.
Das hatten wir ja schon mal besprochen, dass das vielleicht nicht so gut ist, jetzt den Boden richtig zu bearbeiten, weil das Bodenleben jetzt ja sehr aktiv ist. Also die Regenwürmer. Aber unter dem Senf kommt natürlich auch kein Nachtfrost an. Also wird das hier auch nicht besser zum Bearbeiten. Und deswegen dieses flache Umdrücken mit der Rollige, das ist natürlich alles hier nicht original, wie es sein soll, weil die ja zusetzt. Aber solange sie sich dreht, ist das gar kein Problem. Der Zweck ist erfüllt. Wenn hier Nachtfrost kommt, dann wird dieser Senf befahrbar, also dieser Acker. Denn jetzt ist der Erdreich oben auf und das dichte Blattwerk, was die Temperatur abhalten würde, das ist dann verschwunden. Gleichzeitig erhalte ich jetzt trotzdem genug von den Stängeln als Erosionsschutz, was beim Gruber und vorherigen Abwechsel natürlich nicht mehr gegeben wäre. Dann hätte ich ja gar keinen Erosionsschutz mehr. Wenn ich jetzt hier einen Strohmulch hätte, wäre es gar nicht nötig, bei dieser Nässe hier rumzudoktern. Das wäre in der Oberfläche etwas abgelüftet und würde sich von alleine beim ersten Nachtfrost anbieten. Das würde ich mal als Nachteil dieser Zwischenfrucht sehen, dass ich hier diese etwas unschöne Notmaßnahme durchführen muss. Aber so kann ich immerhin die Stängel erhalten als Erosionsschutz. Ich denke, die werden im Frühjahr auch noch ausreichend Bedeckung bieten. Die werden ja noch brüchig und spröde, eine Frostbearbeitung mit dem Allrounder, und dann könnte das hier genau das richtige Maß an Bodenbedeckung sein. Ich denke mal, manch eine moderne Kurzscheibenegge wäre jetzt hier überfordert und würde hier gar nicht mehr drehen. Entweder würden die Scheiben zukleben oder die Walze. Aber dadurch, dass die Rollegge ja solche Messer hat, ist auch die zugesetzte Walze, also Rolle, hier die Messerrolle, durch diese Messer immer noch verzahnt mit dem Boden und dreht sich. Ist dann eben nur so ein ganz flaches Kratzen, das haben wir ja besprochen, das soll so sein. Das ist jetzt hier wirklich nicht viel. Das ist also eigentlich gar nichts. Und genauso soll es sein, damit ich auch keinen Schaden anrichte. Denn der Boden ist natürlich pappnass, weil unter einer Zwischenfrucht nichts trocknet. Das ist hier nass. Das ist zwar schön durchwurzelt, das sehen wir hier, aber eben nass. Nicht wirklich bearbeitungsfähig. Und klar, unter diesen Senf, das ist logisch, geht der Frost nicht rein, weil das hier ein eigenes Mikroklima ist, solange der lebt und den Boden so abschirmt gegen die Kälte, genau wie jetzt auch gegen die Sonne abschirmt, kommt hier kein Frost an hier unten. Also ein bearbeitungsfähiger Zustand im Gegensatz zum Strohmulch ist hier so nicht zu erwarten, erst jetzt nach der Bearbeitung. Wir haben hier also auch kleine Regenwürmer. Das ist natürlich nicht optimal, aber wenn ich den nicht einarbeite, habe ich vielleicht nachher ein ganz anderes Problem, dass ich ein Problem kriege mit der Rübenaussaat, weil ich den vielleicht im Frühjahr immer noch halb grün stehen habe. Und das will ich natürlich in jedem Fall vermeiden. Das Risiko gehe ich hier nicht ein. Also bearbeitungsfähig ist der Boden nicht. Das ist hier völlig klar. Und trotzdem arbeitet hier diese alte Rollegge vom Rabeberg immerhin so, dass sie sich dreht und ihren Zweck erfüllt. Das finde ich schon beachtlich. Denn wie ich schon sagte, ich denke, manch ein Gerät würde jetzt hier streiken und gar nichts mehr machen. Das ist natürlich schon ein Extremeinsatz, das ist klar. Und so sicher nicht gedacht ursprünglich. Nicht? Man hat ja immer Angst vor dem Wickeln der Walzen. Man sieht sie fast gar nicht. Ein bisschen, wenn ich weggehe, sieht man sie besser. Also das hier ist die Messerwalze. Oder Spatenrolle. Ja, und natürlich der schöne Deutz. Passt hier schön zu dem Senf. So, da
das stelle ich jetzt einfach so mit der Erde dran hier rein. Da steht das trocken. Die Erde fängt dann an zu reißen, abzubröckeln. Sobald ich das Gerät wieder einsetze, fällt alles ab. Schadet der Maschine überhaupt nicht. Wichtig ist nur, überall muss geschmiert sein. Und sie darf jetzt natürlich nicht draußen stehen.